hier hinlegen. Okay, ihr habt mich bemerkt, das ist ein Problem. Da. Puh. Glück gehabt, dass sich da die Zeit anhält. Das ohne hätte ich es wohl eher weniger geschafft. Gut, wollen wir doch mal sehen. Drei Leute. Okay. Der stand eigentlich in einer recht guten Position für mich. Jetzt muss ich mich wieder darüber begeben. Damit das was wird. Schwächlinge wie die letzten? Nein, nein, nein. Eine Sekunde. Jetzt gucken alle weg. Die Frage ist, wie lange? Lange genug. Und das ist die Hauptsache. Aufstehen, sofort! Scheiße. Wenn du dich zeigst, werde ich milde walten lassen. Scheiße. Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist. Der Leierkastenspieler ist noch weit weg. So. Dann lege ich den einfach dazu. Oh oh, da kommt einer hoch. Wieso kommt der hier hoch? Komm raus! Lass mich nicht nach dir suchen! Du wirst nicht nach mir suchen müssen. Du wirst zu deinen Kollegen kommen. So einfach ist das hier. Dann bleibt leider entdeckt, aber es bleibt noch der Leierkastenspieler. Den sollte ich dann doch auch noch schaffen. Nein. Das habe ich nicht gesehen, verdammt. Okay, ich hatte ja gespeichert vorher. Deshalb. Kein Zweifel. Wird das ja jetzt relativ ohne Probleme wieder funktionieren. So. Jetzt ist die Frage, der Leierkastenspieler kommt ja immer hier in die Ecke. Der steht auch einmal mit dem Rücken hierher. Reicht dieser Moment aus? Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Yes! Alter Schwede. Hier will ihn keiner finden, hier kommt keiner lang. Halleluja! Da war der Leierkastenspieler. Das ganz ohne Teleport. Ganz ohne Teleport. Scheiße. Ach, okay. Also es hätte ja funktionieren können, einfach hinter ihm landen, bewusstlos machen. Kein Zweifel. So einfach.
So einfach. Und dann doch so schwer. Okay. Gut, dann warte ich jetzt ab, bis der hier rüber geht. Darüber geht und dann kann ich den ganz schnell und einfach und vor allem problemlos hier reinschaffen. Dann laufe ich einfach ganz normal hoch diesmal, springe ich auch nicht daneben und dann. Hier rüber. Und könnte der Leierkasten schon fast hier sein. Aha. Eine Sekunde. Ich kann ja. So. Jetzt. Oh ne, wenn der sich umdreht. Nein, danke. Das Problem ist jetzt, dass der sich nicht umdrehen darf. Oh, Glück gehabt. Und der Leierkastenspieler ist auch weg. Schön. Alles erledigt. Der arme Kerl. Unterbringen sollte ich ihn trotzdem nicht, weil da einer rumrennt. Ah, schade, schade, schade um die armen Assassinen. Aber die schaffe ich trotzdem mal weg. Das erste Gebot. Das hatten wir zwar irgendwie schon mal. Was haben wir? Das siebte Gebot. Okay. Nun gut, damit hätten wir schon mal eine Ebene gesäubert. Dann kann ich nochmal schnell hier einsammeln, was mir noch fehlt. Okay. Da kommt gerade einer, dem ich eventuell aus dem Weg gehen sollte. Wieso kommt da einer hoch? Wieso kommt der ausgerechnet hier lang? Okay, er steht dort. Und der nächste. Du kannst zu dem Leierkastenspieler gehen. Oh, jetzt muss ich noch gerade gucken. Ein Attentäter. Schade. Schade um ihn. Schade, schade, schade. Sie muss es verstehen. Okay. Gut. Dann hat mir gesagt. Damit habe ich diesen Teil erledigt. Zumindest diesen kleinen Teil. Wow, bin ich schnell. Ach du Scheiße, da. Könnte ich ja beinahe das mit dem Rumbeamen könnte ich ja beinahe sein lassen. Dazu noch die Schleichschuhe. Und ja. Ich bin perfekt getarnt. Da oben, der ist das Problem. An dem muss ich irgendwie vorbei. Der kommt raus, der kommt raus. Das ist sein, nicht Todesurteil, aber sein Verhängnis? Wie wär's damit? Verhängnis klingt doch gut. Schön, dann bleiben noch der Aufseher oben.
Aufseher unten. Oder Controletti, wie auch immer man es nennen will. Jetzt ist die Frage, geht der Kerl da hoch? Wenn er zurückkommt, verdiene ich mir noch eine Gefahr. Der geht da echt hoch. Scheiße. Und wo ist der Aufseherkerl? Ach, der ist draußen. Rein. Ich schleiche sieht raus. Ist da jemand? Oh oh. Hier sind auch eine Menge Leute. Verdammt, sehen, und der Kerl kann ja auch wieder rauskommen. Wieso kann ich denn nicht da hoch? Das letzte Mal ging das doch. Wir werden ihn fertig machen. Oh, jetzt schaffe ich dich. Verdammt. Puh. Och. Okay. Da hatte ich den noch. Sokolovs Genie und das neue Zeitalter. Hm. Wer will? So. Eieiei. Einer von denen wagt sich ja jetzt. Einer ist draußen. Wunderbar. Wunderbar. Den kann ich dann natürlich hier runterwerfen. Ja, ganz reicht's noch nicht. Reicht's bis an die Kisten ran? Ja, auch noch nicht. Schade. Das wäre aber auch enorm hoch. Ich meine, dass ich da hochkomme, ist ja schon ein Wunder. So, jetzt ist die Frage, habe ich hier irgendwelche Gegenstände, die ich nehmen kann, um zu werfen? Ebenso als Ablenkung oder als... Das interessiert die gar nicht. Jetzt bist du auf einmal ganz leise. Wow. Der hat mich gesehen. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Komm schon, geh raus. Und du gehörst mir. Demnach habe ich jetzt 2 von 3 Wachen erledigt und komme damit an den Aufseher ran. Wobei ich jetzt noch austarieren muss, wo der letzte Kerl ist. Nicht, dass ich dem genau in die Hände laufe. Wo ist er? Oh. Da ist er. Aufpassen. Stopp. Moment. Speichern, bevor ich so eine waghalsige Aktion mache. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich wollte jetzt nicht ins Mikro husten. Hatte ich gespeichert? Ja, eigentlich schon, gell? Hier schleicht sich jemand herum. Ich wollte mich nämlich genau dem hinterher schleichen.
Oh.